Wir wollen ja, dass Gäste in die Region kommen. Und Gäste natürlich nicht nur aus dem eigenen Land, sondern die Gäste aus Amerika oder aus Südamerika, die haben natürlich spezielle Anforderungen auch, wenn sie selbst reisen. Das heißt, man muss einfach wissen, dass Amerikaner sehr, sehr wenig Urlaub haben und in ihrem Urlaub dann natürlich sehr, sehr viel sehen wollen. Und dann die Angebote, die man macht, die Packages, natürlich ganz straff packt. Und man muss wissen, dass beispielsweise die Russen nach wie vor eben gerne sehr qualitativ hochwertig, also die buchen natürlich gerne 4- und 5-Sterne-Hotels und trinken natürlich auch gerne ihren Champagner im Urlaub. Ich möchte mal sagen, anhand der Instrumente, die hier stehen, ob das die Schienenfahrzeuge sind, ob das der Bagger ist, der Absetzer ist, ob die aufgeschüttete Böschung hinten zu sehen ist, sind Möglichkeiten, um das darzustellen, wie früher der Bergbau existiert hat. Und wenn man dann geschickt die Geschichte einflechtet, wie und warum dieser Bergbau entstanden ist, insbesondere, wir hatten es vorhin gesagt, die Jahre 38, 39, aus welchen Gründen. Ja, da haben bei manchen Holländern schon da auch mal ein bisschen aufgeleuchtet und da haben die schon gesagt, also das interessiert uns, also da möchten wir schon mehr hören. Und der Österreicher und der Schweizer, die sowas überhaupt nicht kennen, hohe Berge, ja, aber hohe Bagger, na was ist denn das denn wieder? Jetzt kann man sich bildlich vorstellen. Nach dieser Exkursion. Danke. Ja. Das ist übrigens, das ist sowas richtig Versteinertes. Wenn man das auseinander nimmt, wird man also so ein Rest solches, das heißt Xylit, das sind diese großen alten. Jetzt wird es Zeit, dass wir den Rucksack mal auspacken. Hier scheint gerade die Sonne. Oh, ist okay. Und so sah der Tertiärurwald aus. Und diese Brocken hier drin, diese Stammfüße, die sind versteinert, weil die sich dieses mit Eisenmineralien durchsetzte Wasser hochgezogen haben. Und das sind die versteinerten, die Bäume sind abgestorben. Und das ist runtergebrochen und aus den Sümpfen ist allmählich über Jahrtausende, Jahrmillionen, sind dicke Schichten geworden, Moorschichten. Und die sind dann, weil das Urmeer vorgedrungen ist, bis in diesen Raum verdichtet worden, weil dann wieder Sand drauf kam, der ja Gewicht hatte und dadurch ist die Braunkohle entstanden. Also Tourismus ist ja keine feste, starre Branche, sondern Tourismus ist eine Querschnittsbranche. Und wir haben also ganz, ganz viele Arbeitsplätze, die da involviert sind. Das geht los vom Bäcker, der eigentlich die Brötchen fürs Frühstück im Hotel liefert. Das geht weiter beim Einzelhandel. Also die Leute, die dann tagsüber unterwegs sind, lassen natürlich auch Geld für Souvenirs und alles Mögliche in der Region. Das geht natürlich in die klassischen touristischen Berufe hinein, Gastronomie und Hotellerie. Und das geht aber auch weiter in der Verwaltung und aber auch in dem Job, wo wir ja auch sind, in der Touristinformation oder bei den Gästeführern und bei denjenigen, die eben Reisen veranstalten, also die dann vereinzelte Bausteine zusammensetzen und verkaufen und das Marketing machen. Also die Bergleute selber, also ich spreche mal für mich, ein schlechtes Gewissen im eigentlichen Sinne hatten wir nicht. Wir haben die DDR mit Kohle und Energie versorgt. Ne? Also was weiß ich, jedes dritte Brikett war immer so ein Schlagsatz, das in der DDR verbrannt wurde. Also diese gepressten Kohlesteine, die jungen Menschen wissen ja schon oft gar nicht mehr, was Briketts sind, die kamen von hier. In den 80er Jahren haben wir gemerkt, es stimmt nicht mehr. Die Luft konnte man kaum noch atmen, die Kinder hatten ja, Asthma-Probleme und das hat schon alles genervt. Wie sehen Sie die Entwicklung der Natur in und um den Stürmtaler See im Ausblick auf die Zukunft? Oh, hoffnungsvoll. Aber ja, nee, ist okay. Also am Anfang vor vielen Jahren, wenn man jetzt darüber guckt zum Beispiel, das ist doch wunderschön, ne, mit den Sandern und den Birken, das ist ein ganz wunderschönes Biotop. Da stehen mehrere tausend heimische Orchideen drin. Und es wird sich eine Uferzone entwickeln mit Schilf und Ried und das wird sich hier zu einem Wäldchen entwickeln. Das ist alles schön. Also wir stehen ja nur sozusagen hier in einem Biotop, das sich selbst überlassen ist.
An anderen Stellen wird gepflegt und wird eben einfach hübsch gemacht, wie am Kanupark. An wieder anderen Stellen wird aufgeforstet, da ist eben sozusagen der Waldbau im Vordergrund. Das wird sich schön entwickeln, das wird sich schön entwickeln. Allein wenn ich mir vorstelle, dass das mal ein Verbund wird, dass die beiden Seen, also der Sturmtaler und der Markleeberger zusammengehören und dann eine Verbindung in die Pleiße haben und dass man im Prinzip die gesamte Länge mit dem Kanu durchfahren kann, also 40, 45 Kilometer, na, das ist schon schön. Und sehen Sie sich in 20 Jahren auch hier mal am Strand liegen? Wollen wir? Klar. Klar, ne, so es uns noch gibt. Gott geb's. Viel Zeit bleibt der Natur nicht, sich zu erholen. Mit steigendem Wasserstand im See wächst die Hoffnung, die auf Tourismus orientierten Planungen endlich umsetzen zu können. Nur der Reiz der jetzt so unfertigen Landschaft, der wird verfliegen.